Ich wollte gerade sagen, ich höre hier nichts. Ich sagte, ich höre nichts. Ihr müsst wissen, Gladiatoren mögen eines. Sie mögen den Beifall, den Applaus des Publikums. Das seid ihr übrigens, ja? Von daher, wenn ihr sie anfeuern wollt, wenn ihr wollt, dass sie besser kämpfen, feuert sie an. Klatschen, brüllt ihre Namen, werft die Portemonnaies zu mir. Das ist egal. Hauptsache, ihr feuert sie an. Da haben wir Nummer zwei. Eine schöne Paarung, eine klassische Paarung. Die Provokatoren. Da haben wir auf der linken Seite in Gelb den Polos. Polos! Ihr habt es begriffen. Sehr schön. Auf der anderen Seite haben wir hier vorne Pomillos. Pomillos. Ein paar kleine Details zu den beiden. Polos in Gelb, 60 Kilo Kampfgewicht. Pomillos in Grün, 120 Kilo Kampfgewicht. Diese Klasse ist eine klassische Paarung bei den Gladiatoren. Sie sind an die Legionäre angelehnt, die da vorne bereits einer längs läuft. Stell dich doch bitte einmal zum Publikum. Zeige dich einmal. Der Helm ist fast derselbe, außer dass er bei den Gladiatoren geschlossen ist, um das Gesicht nicht zu verletzen. Eine Brustplatte bei den beiden, eine Pektorale, die die Rüstung darstellen soll. Ein Scutum, etwas verkleinert als der römische Legionärsschild. Ein Gladiatorengürtel, den jeder Gladiator hat. Die Manica und ein Gladius. Insofern würde ich jetzt sagen, macht euch bereit. Summa Rhodes, Sekunda Rhodes, bitte Aufstellung. Und dann, wertes Publikum, werden wir jetzt beginnen. Dieser Kampf ist für euch, für euer Belustigung, ja? Also zeigt den Gladiatoren, was ihr sehen wollt. Feuert sie an. Macht Krawall. Ich will was von euch hören und ich will was von den Gladiatoren hören. Habt ihr verstanden? Ja. Ich höre nichts. Polos! Die Namen nochmal. Gelb, Polos, Grün, Pomillos. Anfeuern bitte, Herrschaften. Polos! Polos, Polos! Reiß sie den Arsch auf! Schildschlag! Oh. Ja, die Summe, die Rhodes haben eingegriffen. Sie haben Starte gerufen. Ein Kampf wurde, konnte jederzeit von den Summe Rhodes oder Sekon Rhodes unterbrochen werden, um Ausrüstung zu richten, beziehungsweise auch Gegenstände wegzunehmen, die stören könnten. Wie gesagt, die Ware war teuer, vor allem ausgebildet war sie sehr teuer. Da ist die Wäsche nicht so noch das günstigste bei. Das Schild wurde weggenommen, er hat es aus der Hand fallen lassen. Die Rhodes haben entschieden, er bekommt es nicht. Ich höre wieder nichts. Polos! Das war ziemlich eindeutig. Dieser Stich war sehr eindeutig, würde ich sagen. Beide Gladiatoren haben mit stumpfen Waffen hier gekämpft, damit sie sich nicht gleich sofort umbringen. Wie gesagt, Gladiatoren sind teuer. Nun halten wir es immer so an das Vitam aut Mortis. Heißt so viel wie Vitam, heißt Leben. Das heißt, die, die Vitam brüllen, stimmen für den Gladiator Pullus, dass er leben soll. Brüllen sie Mortem, soll er sterben. Das heißt, die Gewalt über diesen Gladiator liegt nun in ihren Händen. Vitam! 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 Nein, haltet ein, wartet. Wir machen das so rum. Wer ist für Vitam? Brüllt nun Vitam! 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 Hat er wirklich so gut gekämpft? Soll er sich nochmal beweisen? Ich habe nichts gehört. Vitam! Ja, Vitam! Wer ist für Mortem? Ich glaube, das ist ziemlich eindeutig.
Paulus, steh auf! Du darfst weiterleben und weiterkämpfen, dich in der Arena beweisen. Applaus bitte für die Gladiatoren!